Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Deponia hier in den alten Schrottruinen, wo wir jetzt in der letzten Folge mal hier dieses alte Minebike repariert haben. So, hier habe ich habe jetzt einen anderen Spielstand geladen und hier habe ich noch den schmutzigen Spiegel vom der bei Doc hing abgeholt. Ich habe die Minebike-Lampe schon mal rausgeholt und bei Doc die Signallampe rausgeholt. So, wo war, aber so grundlegend hat sich nichts verändert, aber okay, wo waren wir jetzt dran? Ich glaube, wir konnten die Mindbike-Lampe in den Signallampensockel reinstecken. Hab auch wieder null Ahnung, was uns das bringt. So, jetzt ist wieder so ein Moment, wo ich echt was rumhänge. Ich glaube, man muss als nächstes mit dem Minebike einmal eine Tour flitzen. Ich bin mir da auch echt nicht sicher. Also, ich könnte jetzt hier ein bisschen länger dran festsitzen. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Yeah, wer steht nicht auf coole, explodierende Asthma-Kätzchen? Und ich würde sagen... Explodierendes Asthma-Kätzchen, fahr los! Und ab geht's! Yippie-yay! Ein Leben! Wow, was für eine Fahrt! Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal! Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Drück mir einfach mal den Schalter. Ah. Ich wusste, dass das passiert. So, jetzt sind wir hier. Okay. Schlüsselkasten? Abgeschlossen. War ja klar. Ein Knopf. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Okay, ja, ich habe gerade gesehen, haben wir doch den Lappen. Okay, und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Ah, wir kommen jetzt hier oben raus. Sehr schön. Dann drücken wir einfach mal hier den Hebel. Okay, Licht ist an. Da wollte ich das. Hier haben wir einen Knopf. Oha. Es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Oh, Alter, was für ein Geheimgang. Ich bin so glücklich. Vielleicht haben wir einen Schatz gefunden. Oh, schade. Okay, jetzt haben wir auch einen Lappen. Dann können wir den nochmal mit dem Schnaps vielleicht reinigen und den Spiegel sauber machen. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Okay, dann machen wir den nochmal mit dem Spiegel sauber. Also den Spiegel machen wir sauber. Hallo, kommst du öfter hierher? Oh Gott. Oh, wir können jetzt auch einen Schlüssel hier nehmen. Das ist ja jetzt runter. Hey, du komm schon da runter. Ups. Komplett, nicht in Einzelteilen. Und ich erinnere mich, was man machen musste. Kannst mal den Spiegel halten? Nicht fallen lassen, okay? Dann gehen wir doch jetzt mal wieder zurück. Es gibt doch bestimmt noch etwas, was wir hier oben erledigen können. Na? Jetzt haben wir hier einen Schlüssel, dann können wir doch bestimmt die Schlüsselkasten aufmachen. Oh, ein 8-Kant-Schlüssel, dankeschön. Dann können wir auch schon wieder zurücklatschen. Hier ist nämlich wieder zum Aufmachen. Und wir haben eine neue Sicherung, yay! Was? Warte mal, wir konnten... Ich glaube, wir konnten jetzt noch einen der Stromumkehrer reinsetzen. Stecken wir einfach mal den Biesenhausalen rein. Mal gucken, wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze,
verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Das war mein Plan und jetzt sollten wir auch vielleicht hier was sehen können. Jawohl, jetzt kommen wir sogar hier hin. Kann man uns hier eine Flasche nehmen? Oh, wie süß, ein einheimischer Vogellampe. Ein Hebel. Gehen wir zurück. Und dann gehen wir einfach nochmal... Oder warte. Wir können auch den Hebel bestimmt dann jetzt hier in den Weichenstellkasten reinsetzen. So, jetzt muss ich aber mal überlegen, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt habe ich wieder null Ahnung. Okay. Mal überlegen, was haben wir jetzt alles? Wir haben eine Lampe, noch einen Stromumkehrer, ein Skelettbein, Nachtschlüssel noch, eine Sicherung und eine alte Flasche. Ja. Scheiße, jetzt häng ich. Verdammt. Weiß irgendeiner von euch, wie es jetzt weitergehen könnte? Mal überlegen. Können wir jetzt eigentlich irgendwas mit dem Hebel machen? Ohne mein Bike passiert da nichts. Ja, das hatte ich mir gedacht. Nein, Also mein Bike muss wieder runter. Okay, jetzt habe ich. Dann gehen wir einfach mal zum Weichenhebel und stellen jetzt mal die Weiche um. Und dann setzen wir jetzt mal wieder ins Mindbike und ab geht die wilde Fahrt zurück. Und ab geht die wilde Fahrt, ja. Okay, jetzt müssen wir nur noch zum Kran. Setzen eine neue Sicherung ein. Und jetzt sollten wir Go rüberheben können. Kinderspiel. Ready? Go! Diep, diep, diep. Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengasen. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Okay, also zurück zu Doc. Du Doc, ich habe eine Frage. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Doc, ich bin zu unruhig. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Ohne das ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Ein
Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay, das hat sich angehört, als wäre Rufus eindeutig ganz woanders. Können wir jetzt mit der Flasche ein bisschen Schnaps abfüllen? Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich hab eine Idee. Ich habe noch... Immerhin. Aber noch. Leg einfach dein Bein etwa... Das überspringe ich das mal gerade, weil ihr habt das ja schon gesehen. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Lass ihn einfach auf dich wirken. Tschüss. Warte, jetzt immer noch meditieren ist. Das werden wir ja später sehen. Okay, zurück zum Kran. Okay, also wir brauchen ein Bein. Wir müssen unser Bein hinterm Kopf verschränken. Da reicht bestimmt auch so ein altes Skelettbein. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Oh Gott, das ist so retarded. Dann fixieren. Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Und los. Ich bin ein Mulub. Mulub, ich bin ein Mulub. Ja, yeah. Ich bin schon viel ruhiger. Was so geil ist ein Mulub. Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mulub. Vielleicht war das doch nicht richtig. Okay. Bein hinterm Horizont und... Dann sind wir doch kein Mulub. Ich bin ein Mumpi. Mumpi. Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Fummel vom Gang tun. Auf dich! Ja. Toller Jahrgang! Gut, dann versuchen wir es nicht nochmal. Jetzt aber. Naja, so ruhig. Yes! Oh, Fuss! Yeah. Oh Gott, die arme Goal. Ich glaube, wir müssen Kletis einiges erklären, was mit ihrer Verlobten. Was mit seiner Verlobten passiert ist. Aber okay. Okay. Nein, nicht absteigen. Wir fahren aber los. Das Kohl dann nicht wegfliegt. Okay, Schalter. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Okay, jetzt haben wir hier eine... Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Das ist ja sehr schön. Jetzt habe ich aber null Ahnung, wo es entlang geht. Ich habe einfach mal ein bisschen random durchgeklickt. Woo!
Okay, das war falsch. Dann nochmal den grünen an. Okay. Machen wir das doch mal so. Und wenn wir einmal das... Ach, ich habe hier null Ahnung bei diesem Rätsel, das ist so schön. Okay, also. Gehen wir mal taktisch vor. Jetzt wird wir so, so, so. Ich glaube, dass... Nee. Ich klicke einfach weiter random durch. Irgendwann klappt das. Sehr gut offenbar. Ach, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das geht. Es ist aber auch eins der wenigen Rätsel, wo ich null durchblicke. Was ist das? Ne, überspringen würde ich das nicht. Ja? Nein! Ich habe es, glaube ich, verstanden. Okay. Wir müssen dahin kommen. Okay, hier und hier ist eine Weiche. Da so weit will ich jetzt schon mal. Okay, gehen wir jetzt mal logisch schon. Also, hier fahren wir runter. Hier auch. Dann versuchen wir mal hier nach rechts. Dann geht es weiter runter. Hier noch. Gehen wir nach rechts. Dann da runter. Runter, wenn wir hier hoch, das heißt, so rot muss umgestellt werden. Nein, Moment. Gelb muss umgestellt werden. Da muss da... Hä? Ja, richtig. Dann wird da umgestellt und dann sollte das klappen. Das gibt eine Katastrophe. Okay. Hier unten ist der letzte Knackpunkt. Ich glaube, rot müssen wir noch einmal umstellen. Nein, 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 nein.
Okay, ich gehe das Ganze jetzt doch nochmal von vorne durch. Also. Am Anfang gehen wir da lang. Soweit okay. Wir hatten jetzt gerade. Hätten wir es fast geschafft, bloß wenn wir am letzten Punkt nochmal umgekehrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da könnten wir was länger setzen. Aber ganz ehrlich, wir sind schon bei 21 Minuten. Ich würde sagen, den Rest mach. Das Rätsel lösen wir dann in der nächsten Folge. Ich schau mal, ob ich das jetzt nochmal so kurz gelöst kriege. Andernfalls rätseln wir in der nächsten Folge nochmal weiter. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia. Bis dahin, tschüss.